Willkommen zurück zu einem neuen Part von Ghost Pirates of Wuchu Island. In der letzten Folge haben wir es geschafft, Bluebellys Körper hier unten hinein zu manövrieren und dürfen uns jetzt mit diesem Zombie unterhalten. Und wir müssen seinen Namen herausfinden. Mal sehen, ob uns das gelingt. Wie lautet dein Name? Der ist geheim. Der kann sogar reden. Lass die Kiste fallen. Geht nicht. Befehl von ihr. Mich stört's ja, dass du die ganze Zeit mit dem Schwert rumfuchtelst. Gehirne! Satt! Queen Simbi wurde gefangen genommen. Du stehst jetzt unter meinem Befehl. Du bist kein König! Wer ist dein König? Du bist kein König! Ja, das habe ich schon kapiert. Das brauchst du nicht nochmal zu erwähnen. Dieser Zombie war Teil unserer Piratencrew. Er dient Flint. Meine Freunde wollen, dass ich dich töte. Ich will das nicht. Und du willst das auch nicht. Setz die Kiste ab und lass uns reden. Ich rede nicht mit Köchen. Hier spricht der Piratenkönig Flint, dein hochnäsiger Befehlshaber, der aus einem nicht nachvollziehbaren Grund ein anderes Mädchen als Jane heiraten will. Sir? Genau. Ich befehle dir, diese Kiste aufzugeben. Nein. Zerstöre die Kiste! Meine! Okay, aber wir haben doch jetzt alles durch. Hier spricht der Piratenkönig Flint, dein hochnäsiger Befehl. Sir! So, überspringen wir das mal. Name und Rang, Matrose! Elliot! Captain! Hab sie! Okay. Gut gemacht, Bluebelly. Stopp! Haltet euch zurück! Wer hätte das gedacht, Bluebelly? Nicht schlecht. Du kommst zu spät, mein Liebling. Meine Mutter ist frei. Frei! Ja. Alle raus hier! Sofort, los! An die Kanonen! Verteilt euch, Männer! Zielt auf die Augen! Diesmal kannst du dich nicht hinter Flint verstecken, Papa Doc! Und vor mir auch nicht! Dieser Kampf muss nicht bis zum Letzten gehen. Ihr könnt uns nicht aufhalten! Lasst uns tanzen! Boah, ich glaube, jetzt wird es nochmal richtig spannend. Okay, was können wir hier anstellen? Ja, es leuchtet blau, mir wird nicht gesagt, was es ist. Ach so, da kann er hingehen. Ah, wir müssen wahrscheinlich ausweichen. Okay. Ich weiß nicht, zielt sie immer auf uns, oder? Damit können wir das ablenken. Wir müssen wahrscheinlich hier drauf zielen. Aber da kommen wir der Sache näher. Das ist so ein bisschen Trial and Error, aber das passt schon. Nee, das war zu weit in die Richtung, also müssen wir doch eher wieder hier irgendwo hin.
Okay. Gibt's hier noch einen Zwischenschritt? Da ganz hinten waren wir, glaube ich, noch nicht. Nee, da waren wir, glaube ich, schon. Ja, das driftet so weit ab. Oh, das geht ja in eine ganz falsche Richtung. Das ist aber jetzt schon ganz schön viel Herumexperimentiererei. Das mag ich ja gar nicht so gern. Also das Ziel habe ich verstanden, aber ich finde irgendwie ist es nicht so eindeutig zu erreichen. Achso, jetzt bin ich nochmal genau da geblieben, wo ich stand. Sehr gut. Ja, oder wir müssen sie treffen, das kann natürlich auch sein. Da waren wir, glaube ich, schon. Das dürfte ja ganz weit nach links abdriften, wenn ich mich nicht irre. Ah, nee, doch. Oh! Wir müssen doch sie treffen und nicht diese Säule. Und jetzt steht sie woanders und jetzt müssen wir das treffen. Naja, wir hatten schon spannendere Aufgaben in diesem Spiel. Ah, jetzt doch die Säule. Sehr gut. Okay, wie können wir sie da treffen? Schön dicht rangehen. Gucken. Das driftet schon wieder zu weit ab. Wie ist es da? Ja, das sah doch eigentlich gut aus. Ich fand, sie war mittendrin. Da das Gleiche. Hm, vielleicht liegt's an mir. Oder wir müssen tatsächlich... Ja, den... Das Säulengewirr war hier hinter ihr treffen. Das kann natürlich auch sein. Dass wir gar nicht sie treffen müssen. Naja, irgendwann früher oder später wird schon was passieren. Falsch. Aber diese Aufgabe finde ich jetzt wirklich nicht spannend gelöst. Ah. Baron! Hilf mir! Komm zurück zu mir! Ah. Oh, das ist aber nett, dass das Viech hier hilft. Aber wieso hilfst du mir? Ich sagte euch, dass ich euch nicht helfen kann, Baron Obo und Mama Malidai zu besiegen. Aber einen guten Freund retten, da spricht nichts dagegen. Meine Brüder und Schwestern werden sicherlich nichts dagegen sagen. Immerhin bin ich eine Göttin. Echt romantisch. Das scheint das Ende zu sein. Welche Kleinigkeiten erfahren? Wäre schön, wenn es noch einen anderen Abspann gäbe. Okay, aber da kommen schon die Credits, aber die lassen wir so oder so durchlaufen und vielleicht kommt ja noch ein kleiner Clip hinterher. Alles in allem hat mir das Spiel wirklich sehr gut gefallen. Der Humor war teilweise wirklich grandios. Jetzt zum Beispiel das allerletzte Rätsel in Anführungszeichen hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber das meiste war wirklich ziemlich kreativ und ja, wirklich ein anderes.
angenehmes Spiel. Kann ich nur weiterempfehlen. Spielt es ruhig selbst mal. Immer selbst die Erfahrung machen ist immer schön bei sowas. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder und dann lassen wir einmal die Credits durchlaufen. Und falls noch irgendetwas kommt, wird es natürlich mit aufgenommen. Und ja, bis dann! Thank you.